Es ist urchig, extrem beliebt im Kanton Bern und sorgt im Rest der Schweiz für Stirnrunzeln. Nein, wir reden nicht über die Bützerbuben, sondern über das Hornussen. Hornissen, Hornussen. Gell? Die Brille, willst du sie anziehen? Sieht noch cooler aus. Noch cooler, ja. Obwohl die Mischung von Golf, Cricket und Teppichklopfen seit jeher praktiziert wird, hat sie den Schritt in den Mainstream noch nicht richtig geschafft, vergleichbar mit all meinen Comedy-Programmen. Der Wahr fragt darum, ist Hornussen die am meisten unterschätzte Sportart der Schweiz? Was ist das Coole daran, falls jetzt da Leute zuschauen, die das noch nicht kennen? Also zum Zuschauen? Ja, ist eher langweilig. Ich darf euch dann auch noch schnell zeigen, wie das eigentlich richtig funktioniert. Genau, da sind wir wirklich froh, dass du uns das eigentlich zeigen kannst. Dass wir vielleicht nach all den Jahren mal wissen, wie es da ging. Jemandem wie mir, der Aufmerksamkeitsspanne hat von 2 Sekunden, was würdest du sagen, was ist Hornus? Der Einzelspieler probiert beim Abschlag möglichst weit zu schlagen. Und die Mannschaft probiert so früh wie möglich zu stoppen und zu schauen, dass der Hornus nicht ohne Berührung von dieser Holztafel in diesem Spielfeld landet. Was ist das genau? Genau, das ist ein Hornus. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen neu in diesem Sport. Könntest du mir etwas zum Material sagen? Die Fischerroute oder wie nennt man das? Stecken. Und wie kommst du jetzt mit dem konkret? Ja, jetzt, heute habe ich 310 Meter, aber den Rekord habe ich bei 370. 370 mit gutem Wind und richtiger. Ja. Was ist da? Ist das der Hüftschwung oder was macht es aus? Wie ein guter Salsa-Tänzer, oder? Ja, nein, das ist Körperspannung. Und was macht ein guter Stecken aus? Dass er zu einem passt. Das heisst, nicht sie suchen sich den Stecken aus, der Stecken findet sie. Wie ein Zauberstab im Harry Potter sozusagen. Nein. Was denkst du, während du den Hornus ins Jenseits beförderst sozusagen? Also das Mentale ist ganz etwas Wichtiges. Dass das persönliche Gefühl endeffekt dahinter steht vom einzelnen Spieler. Das der Glimpf, das Gleich. Was ist der Glimpf? Das Gelenk, das hier. Die Biegung. Also das ist ein Glimpf? Das ist so ein Ausdruck, die Biegung oder Stärke. Ah, okay. Das ist hat jetzt noch ein das Gleich. Okay, sie erklären Wörter, die ich nicht kenne, mit anderen Wörtern, die ich nicht kenne. Bier und Trainerhosen. Es fühlt sich an wie ein Familienfest, als hätte ich meinen Onkel getroffen in einem kroatischen Kulturclub. Junger Mann, wie geht's Ihnen? Sehr gut. Was haben Sie jetzt da versteckt im Autobus? Ja, die Stecken haben wir drin. Wir haben Böckli, eigentlich das Material für das Spielen, ja. Das Bier ist nicht im Spiel, oder? Nein. Was für Bier? Zum Wohl, hat niemand etwas gesehen? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Muskeln. Was essen Sie denn? Ja, du musst noch ein bisschen viel Fleisch und gut essen. Nee. Ah, meinst du mich? Ja, okay. Es ist nicht gesund, wie ich lebe, aber... Aber du lebst geil, sind wir ehrlich. Genau. Ja. Es ist nicht gesund, aber es macht Spass, wie so vieles auf dem Land, gell? Und hat Ihre Stecken einen Namen? Nein. Kein persönlicher Name. Nein. Also so nahe lassen Sie den Stecken nicht, dass ich... Nein. Das ist jetzt zu emotional. Liebe die Frau so noch. Wie ist das mit Korruption? Wenn ich dir 20 Stutz in die Hand drücke, kannst du auch sagen, ja gut, Sven hat da gut gehornussert. Oder weißt, ist mein Team dann im Vorteil? Nein, das geht nicht. 20 lange bei weitem nicht, 50? 100? Nicht käuflich. Nicht käuflich. Alles. Ein bisschen süß machst. Ja. Das funktioniert. Also wir sind hier beim Nachwuchs von welchem Verein? Wieler. Wieler, Hornusser Wieler. Kannst du euch mal vorstellen, wer macht was im Team? Wie heisst er? Wie alt sind er? Ich bin der Florian, 15. Und ja, wir machen auch alles. Das sind deine 2 Söhne? Viele haben das Gefühl, das Spielfeld beim Hornussen ist einfach ein ungepflegter Acker, aber ich muss sagen, immer noch viel besser als der Kunststrasse bei IB. 1, 2, 3, hopp, Wieler! So schöner englischer Rasen, macht das etwas aus? Nein, braucht es auch nicht. Ist der Platzwart da ein bisschen faul gewesen? Ich bin gerade zufällig der Landbesitzer. Das ist auch sehr wichtig beim Hornussen, das Land, oder? Zucket! Ganz kurz nur eine Einschätzung vom Spiel. Wie ist es gelaufen? Ja, wir haben leider einen runtergelassen, aber wir haben uns können vor. Macht Spass. Einen runtergelassen, ist das etwas Schlechtes im Hornus? Ja, das Nummer auch kassiert, einen vergessen abzutun. Ich weiss immer noch nicht genau, von was Sie reden, aber es klingt sehr, sehr schlecht. Was haben Sie jetzt mit dem Plakat gemacht? Plakat? Mit der Schaufel. Mit der Schaufel? Schindel. Also was jetzt? Schaufel, Schindel, Plakat? Nein, Plakat nicht. Alles außer das, was ich gesagt habe. Ich bin im Zentralvorstand des Eidgenössischen Hornussenverbandes und bin für den Pressebereich zuständig. Und wie viele Presseanfragen haben Sie da pro Tag? Wie viele Medien kommen weltweit und wollen wissen, hey, wie weit ist das Ding heute geflogen? Ja, die halten sich ziemlich Grenzen. Wir würden uns natürlich über mehr Anfragen freuen. Wir sind da. Haben Sie mit dem Material etwas zu tun? Nein, Produzent bin ich. Hornuss produzieren. Und wie läuft das? Aus was besteht das? Das Polyamid.
Und gibt es eigentlich Transfers oder geht es da mehr darum, hey, wir hoffen einfach, dass es ein Kind gibt im Dorf und das ist dann unser Transfer sozusagen? Nein, für ganz an die Spitze, das kann man heute fast nur mit Transfers machen. Okay. Stellen Sie auch andere Sachen her aus dem Material, wie vielleicht Böck oder Gummischrot für die Polizei? Ich weiss, vom Böck habe ich keine Ahnung, wie der hergestellt wird. Hast du schon mal geholfen? Ja. Wenn du richtig gut brauchst, das Gefühl. Also einfach so beim Looping bin ich recht gut gewesen. Und bei dieser Pyramide, wo es nachher halt zu der Böller... Das ist Minigolf, was du meinst. Nein, das ist nicht das Gleiche. Nein, es ist einfach, wenn du wirklich den Nose wirklich schön mit zum Treff hast und schön Schienen hast auf dem Bock, dann ist das einfach so ein richtiges, ja, schönes Gefühl. Du weißt, du hast es perfekt bereicht. Das ist eigentlich das, was du darauf herentrainierst, ja. So schön Schienen auf dem Bock, ja. Das können sich unsere Zuschauer sicher gut vorstellen. Es ist eigentlich auch ein spezielles Material für einen Hornus, das extra ein bisschen zusammengemischt wird. Ja. Aber das weiss immer der Hersteller eigentlich, weiss genau. Ist sozusagen Ihr Geheimnis, sozusagen der Emmentaler Käse vom Hornus? Meins nicht. Sie wissen es selber nicht? Nein, ich weiss es selber nicht. Wer weiss denn, wie man das macht, wenn nicht Sie? Also Ems-Chemie macht es. Und das ist dann eher ein Geheimnis. Also, die Blochers haben ihre Hände wirklich überall im Spiel. Jetzt schlagen wir wieder. Und nachher müssen wir noch eins abtun. Und dann können wir dann das Mittag essen. Ja. Ich wollte schnell erkundigen über das vegane Angebot. Ja, das ist rar bei uns. Ja. Also so sieht es in einem Hornusser Bus aus. Genau, jeder hat eigentlich sein Fächli mit Namen angeschrieben. Nachher hat er sein Spielgerät, sein sogenanntes Stecken, das er hat. Einfach alles drin, so dass wir am Morgen einsteigen in den Bus fahren und ja, können überall gehen. Du wärst schon ready für einen spontanen Gartenbau-Einsatz, wenn ich gesehen, oder? Ja, genau. Machst du das auch beruflich? Also ist das so eine normale Karriere? Schwinger, Hornusser, nachher Metzger, dann Gemeinderat? Oder was ist so ein Verlauf? Was machst du persönlich? Ich bin im Zivilschutz angestellt, Bevölkerungsschutz und bin dort verantwortlich für die ganze Logistik. Bedingungsloses Grundeinkommen, das ist auch deine Arbeit. Genau. So schaffst du auch. Was steht da drauf? Das heisst, jetzt wird gerupft. Und was für Reaktionen bekommst du da? Also sind die Reaktionen unterschiedlich auf dem Land und wenn du zum Beispiel durch Zürich laufen würdest? Also jetzt hier auf dem Hornhauser Platz heisst es ganz klar, jetzt wird gerupft, dass man eben am Stecken schreist, dass man einfach Vollgas gibt. Und wenn man natürlich nach so einem IB-Match geht oder auf Zürich, dann haben sie dann das Gefühl, vielleicht nehmen wir Nordi ein Nässe zusammen, aber ja. Du bist beidem nicht abgeneigt, oder? Ja, im zweiten habe ich nicht so Freude. Das ist jetzt aber deutlich mehr Energie zum Darupfen, oder? Super bleiben im Ries und dann gibt es für die Mannschaft noch ein schönes Resultat. Super bleiben im Ries. Das ist absolut auch meine Einstellung im Leben. Das ist es so, ja. Ja, dann wird ein Stecker in die Hand genommen und dann wird der Böck weggeheizt, wie man sagt. Also wir haben den Hornus oder den Nose und nicht den Böck. Ja, ist wahrscheinlich einfach so, wie ich spiele, ist ein bisschen anders. Aber ja gut, dann werden wir uns das machen. Böck ging wahrscheinlich nicht so viel weiter. Ja. Dann nehmen wir doch mal den hier. Genau. Und dann nimmst du so einfach mal in die Tang. Ja, aber da hat es noch keine Metalldinger. Und die ist mega schwierig. Ich habe das zuhause aber immer mitgemacht. Was machst du jetzt da? Hier kannst du nicht herstehen. Habt ihr schon mal etwas Wertvolles gefunden? Ihr grabt ja mega viel umeinander. Habt ihr schon mal einen Dino oder so gefunden? Okay, ich habe immer noch ein Ritual, bevor ich das gut mache. So. Und von den Bewegungen her, hast du ja jemanden gesehen, wie es gehen muss? Ja, oder? Also da Standbein, Spielbein, alles gehst auf der Hüfte. Machst du das so? Mit dem Hängen hier drin. Ah ja, genau. Aber die Person weiss, dass mein Böck kommt, oder? Nur, dass sie... Der ist voll informiert, genau. Ja. Und, Dachdecker haben wir auch schon organisiert. Haben wir auch schon, okay, ja. Und dann das lernst du mal einfach anhaben. Ja. Und also so da entlang? Ja, du kannst ja so ein bisschen drauf oben fahren. Ja. So, hä? Genau. Okay, ready? Gut. Bundesbahn, da kommt mein News. Sieht das elegant aus, ne? Es ist Einwärme, es ist Einwärme. Ich habe noch zwei Versuche, gell? Ja, machen wir. Okay. Wo ist er, wo ist er? Der ist, gell, auf dem Güsche. Du musst weiter hinten, er ist ganz, ganz da. Ganz, ganz weit. Komm, noch einen dritten schaffe ich. Jo, gut. Das ist schon fast ein Spielfeld. Jetzt habe ich Blut gerochen. Ich habe noch keinen Verein, also die Lust haben, ich bin noch frei. Schau einfach, ein bisschen, wenn der Kollege noch was. Volle Konzentration und jetzt Abschlag. Das war ein letzter. Ein letzter schaffe ich. Jawohl, jetzt kommt der Schlag. Jawohl! Der Schlag, hä? Schuuu! Machst du zu uns Horn raus?
Also meinst du wirklich Hornus oder ist das so ein Anmachspruch? So, hey, Muss ich da noch ein bisschen urchiger werden? Soll ich auch einen Bart wachsen lassen? Das wäre natürlich urig geil. Aber du hättest einen guten Bartwuchs. Ja, danke, danke. Hey, also ich glaube, du meinst mit Hornus wirklich etwas anderes. Also wir sehen uns in der Turnhalle. Bis nachher. Ich wollte mich bedanken für alle, die mich geglaubt haben von Anfang an, bei meinem Coach, am Rüdu, bei meinem ganzen Team. Wie heißen wir? HG Ersingen, der von Tag 1 an mich geglaubt hat. Der Titel bedeutet mir mega viel. Der Tag ist vorbei und ich muss sagen, so etwas habe ich als Zürcher noch nie erlebt. Fairplay, familiäre Atmosphäre, Gummigeschoss ohne Verletzte. Darum sagt der Wahr, ja, Hornussen ist die am meisten unterschätzte Sportart von der Schweiz. Danke vielmals für das Interview. Merci. Wir sehen uns nachher. Ciao, ciao. Spektakulär. Ich habe gemeint, sie laufen aus dem Bild, darum bin ich da geblieben. Ja. Aber voll okay. Nein, schauen wir noch ein bisschen die Kamera und dann ist das super. Ja. Jeder ein bisschen Dreck am Stecken, oder? Ja gut, dann danke. Du hast auch noch manches anderes, was du noch machen musst. Ja, natürlich. Ja. Man kann nicht den ganzen Tag Hornussen, oder? Irgendwann muss man auch arbeiten. Auf jeden Fall danke vielmals für das Interview. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und dann sehen wir uns noch. Ja, vielleicht. Sie haben keine Lust mehr, gell? Ja, vielleicht sehen wir uns, vielleicht auch nicht. Danke auf jeden Fall, wir haben einiges gelernt. Merci.